Nicht nur die Börsianer freuten sich zuletzt angesichts der milliardenschweren Zusammenführung von Warner Brothers und DC. Auch Filmfans können auf die nähere Zukunft gespannt sein. Die neue Firma Warner Brothers Discovery wird nämlich nun von Discovery-Chef David Zaslav geleitet und der hat große Pläne für das DC-Universum. Demnach wolle er gemeinsam mit dem bisherigen DC-Chef Walter Hamada das volle Potenzial der DC-Comic-Figuren ausschöpfen. Hamada ist seit 2018 in leitender Position bei DC tätig und kann große Erfolge wie Joker aus dem Jahre 2019 für sich verbuchen. Außerdem wurde unter ihm die Strategie verfolgt, zu jedem DC-Film möglichst auch ein Streaming-Spin-Off zu konzipieren, wie man etwa an Peacemaker oder der kommenden Pinguin-Serie sehen kann. Ein besonderes Auge soll Zaslav allerdings auf Superman geworfen haben. Denn die Figur benötige eine dringende Wiederbelebung und steht dementsprechend auf der Prioritätenliste ganz oben. Auch soll der neue Chef derzeit auf der Suche nach einem Pendant zu Marvel-Chef Kevin Feige sein, der seit Jahren dafür sorgt, dass alle MCU-Filme und Serien miteinander verknüpft sind und einen reibungslosen Ablauf in der Produktion wart. Wir sind gespannt, wie sich das DC-Universum unter der neuen Leitung entwickeln wird und freuen uns in Zukunft auf deutlich mehr Content von Superman, Batman und Co. Wie wir kürzlich berichteten, laufen seit Anfang dieses Monats die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 3. Die Verantwortlichen ließen passend dazu vor kurzem via Twitter insgesamt 4 weitere Neuzugänge vermelden, die die Geschichte bereichern sollen. Resident Evil Welcome to Raccoon City Schauspieler Robbie Amell spielt Gallatin, ein Krieger der Skoyatael, der für Nilfgaard in die Schlacht zieht und der Gegenspieler zur Elfenzauberin Francesca ist. Zu Amell gesellt sich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Schauspielerin Manga Zhang, die talentierte Jägerin Milva verkörpert. Außerdem mit dabei ist Les Miserables-Darsteller Hugo Skinner als Prinz Radovid, Sohn des Königs Wisimir und, ohne Frage, der Playboy des Königshauses. Zuletzt gibt es noch Jungstar Christelle Alvin, die bisher nur in Bloods und Royal Shakespeare Company Much Ado About Nothing zu sehen war. Sie wird die beinharte Teenagerin Missile spielen, die ein Mitglied der berüchtigten Bande der Ratten ist. Diese verfolgt eine Art schrägen Robin Hood-Ethos und stiehlt von den mal mehr und mal weniger Wohlhabenden, um sich selbst zu bereichern. Hört sich bisher ziemlich vielversprechend an. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie groß die Rollen der neuen Figuren sein werden und halten euch zu weiteren Infos von den Dreharbeiten auf dem Laufenden. Viele hatten sich dieses Jahr auf Spider-Man A New Universe 2 bzw. Spider-Man Across the Spider-Verse gefreut. Doch leider erscheint das Sequel nun erst im kommenden Jahr. Wie Sony bekannt gab, wurde der Film rund um Miles Morales von Oktober 2022 auf den 2. Juni 2023 verschoben. Der Nachfolger dazu soll dann am 29. März 2024 erscheinen. Auch weitere Sony-Filme sind von Verschiebungen betroffen, darunter etwa Lyle Crocodile, der nun den Platz von Spider-Man A New Universe 2 am 13. Oktober 2022 einnehmen wird. Zu 2 weiteren Filmen gibt es neuerdings ein offizielles Startdatum, und zwar zum einen für Madame Web am 7. Juli 2023 und zum anderen für The Equalizer 3 am 1. September 2023. Viele Fans ärgern sich über die deutlich längere Wartezeit für Spider-Man A New Universe 2, allerdings muss das Sequel auch in denkbar große Fußstapfen treten. Die genannten Daten betreffen momentan übrigens nur den US-Start der Filme, die internationalen Starttermine werden sicherlich in Kürze folgen. In wenigen Wochen erscheint die neue MCU-Serie Miss Marvel bei Disney+. Gar nicht mehr so viel Zeit, um Promo für die MCU-Debütantin zu machen. Das dachte sich wohl auch Disney und veröffentlichte am vergangenen Dienstag ein weiteres Poster via Twitter, das die Hauptfiguren der Serie zusammenzeigt. Inhaltlich geht es wie in der Comic-Vorlage um die muslimische Schülerin Kamala Khan, die mit den typischen Problemen eines Teenagers zu kämpfen hat. Leistungsdruck, Zukunftsängste und die erste große Liebe. Wie man unschwer an ihrem Superheldennamen erkennen kann, eifert sie ihrem großen Vorbild Captain Marvel nach, über die sie regelmäßig Fanfiction schreibt. Eines Tages geht ihr Wunsch nach eigenen Superkräften in Erfüllung und sie muss sich viel größeren Problemen widmen. Ganz so einfach ist das Leben mit diesen Fähigkeiten nämlich nicht. Neben Iman Vellani als Kamala Khan werden wir auch Aramis Knight, Saga Shaikh und Risha und viele weitere noch nicht ganz so bekannte Darsteller in der Serie sehen können. Hinter der Kamera versammeln sich Showrunner und Autorin Bisha K. Ali sowie die 4 Regisseure Adil El Arbi, Bilal Fallah, Mera Menon und Charmin Obichinoy. Miss Marvel ist ab dem 8. Juni 2022 auf Disney+ verfügbar. Schon seit 2014 befindet sich ein Minecraft-Film in Arbeit.
Viel getan hat sich in den letzten Jahren allerdings nicht. Zuletzt berichtete Variety vor ziemlich genau 3 Jahren über die potenzielle Handlung des Films, die sich um ein Mädchen im Teenageralter drehen soll, die sich gemeinsam mit ihren Freunden, dem berüchtigten Enderdrachen, stellen muss. Nun berichtet der Hollywood Reporter über weitere Neuigkeiten zu dem Langzeitprojekt. Wie es heißt, wurde Aquaman-Star Jason Momoa für die Hauptrolle in dem Film verpflichtet. Unter der Regie von Jared Haas wird Momoa aber nicht als verpixelter Klötzchenheld zu sehen sein, sondern als normale Live-Action-Figur. Das wurde in der Vergangenheit bereits von Minecraft-Studio Mojang bestätigt, denn man wolle keinen Film, der zu nah an der Videospielvorlage ist, schließlich hätte man sonst einen endlosen Film mit wenigen Details. Tatsächlich erscheinen die Möglichkeiten, eine klassische Geschichte im Minecraft-Universum zu erzählen und dabei nah an der Vorlage zu bleiben, schier unmöglich. Wann genau der Film in den Kinos erscheinen soll und ob die Informationen zur Handlung noch aktuell sind, ist momentan leider noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr ging Netflix noch von 2,5 Millionen Neunutzern im ersten Quartal 2022 aus. Mittlerweile blicken die Verantwortlichen aber auf deutlich erschreckendere Zahlen. Zum ersten Mal seit Oktober 2011 hat der Streaming-Riese mehr Abonnenten verloren als dazu gewonnen. Unterm Strich gingen knapp 200.000 User weltweit verloren. Zudem brach der Aktienkurs um mehr als 30% ein, was nicht nur Aktionären ein ungutes Gefühl bereitet. Berichten zufolge musste auch bereits der erste hochrangige Mitarbeiter seinen Hut ziehen. Die Rede ist von Phil Reiner, der für die kreative Ausrichtung bei der Animationssparte zuständig war. Vor allem die oberste Führungsriege bei Netflix steht in der Kritik im Umgang mit den Mitarbeitern aus der Animationssparte. Wie es heißt, wurden mehrfach ganze Projekte eingestampft, nur weil den Verantwortlichen die Nutzerstatistiken nicht gefallen haben. Selbst wenn die Filme und Serien von Kritikern und Publikum in höchsten Tönen gelobt wurden. Talentierte Drehbuchautoren und Animationsspezialisten wurden mit beispielloser Freiheit gelockt, nur um feststellen zu müssen, dass ihnen bei der kleinsten Abweichung von vorher prognostizierten Zahlen ein Riegel vorgeschoben wurde. Tatsächlich werden schwächelnde Eigenproduktionen lieber bedingungslos gecancelt als von Netflix unterstützt, was das Image des Streamingdienstes weiter stark beschädigt. Die Gründe für den katastrophalen Einbruch der Abozahlen werden von anderen hingegen bei externen Faktoren wie der Ukraine-Krise oder der Einstellung des Dienstes in Russland vermutet. Auch die derzeit laufenden Tests in den südamerikanischen Ländern Chile, Costa Rica und Peru zur stärkeren Bepreisung von geteilten Netflix-Accounts stoßen nicht auf Begeisterung. Außerdem ist ein Modell in Planung, bei dem man einen etwas niedrigeren Preis zahlt, aber dafür Werbung zu sehen bekommt. Das alles scheint bei Nutzern nicht positiv anzukommen und so wechseln viele zu Konkurrenten wie Disney Plus oder Amazon Prime. Die Auswahl für Streaming-Kunden ist ja immerhin auch größer denn je. Im Jahr 1999 erzielte der Überraschungshit Blair Witch Project mit einem fast lächerlichen Budget von 60.000 US-Dollar die rekordverdächtige Summe von 248 Millionen US-Dollar. Doch der Film war nicht nur in Sachen Umsatzrentabilität ein Meilenstein der Horrorfilmgeschichte, sondern auch bezüglich seiner Machart. Der Found-Footage-Stil inspirierte spätere Filme wie Paranormal Activity und Cloverfield und bescherte dem Horrorgenre frischen Wind. Nachdem die beiden Filme Blair Witch 2 und Blair Witch wieder finanziell noch atmosphärisch so überzeugen konnten wie das Original, arbeitet Lionsgate laut Jeff Snyder von The Angler derzeit an einer weiteren Fortsetzung. Fans des Originalfilms hoffen währenddessen auf eine Beteiligung der beiden Blair Witch Project-Regisseure Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, die nur rudimentär bei den beiden Nachfolgern involviert waren. Es gilt angesichts des Tweets von Snyder als wahrscheinlich, dass der neue Blair Witch-Film ein Streaming-Release bekommt und dementsprechend gar nicht im Kino laufen wird. Wir warten ohnehin noch auf eine offizielle Bestätigung des Gerüchts und halten euch weiter auf dem Laufenden. Viele kennen die Marke Exploding Kittens entweder als Kartenspiel oder als Mobile Game. Auch Netflix scheint die Popularität der explodierenden Katzen nicht entgangen zu sein und so gab der Twitter-Kanal Netflix Geeked am vergangenen Montag den Cast für die geplante Comedy-Serie im Animationsformat bekannt. Ein dazu passendes Spiel liefert Netflix auch direkt mit. Es unterscheidet sich etwas von dem bereits erhältlichen und soll im kommenden Mai veröffentlicht werden. Als Synchronsprecher der Serie werden wir unter anderem Lucifer-Schauspieler Tom Ellis, Rhodes and Bridges Darsteller Abraham Lim und Ally Markey hören können, die bereits in Toy Story 4 als Giggle McDimples brillierte. Für die Produktion verantwortlich sind The Office-Produzent Greg Daniels und Silicon Valley-Schöpfer Mike Judge. Inhaltlich dreht sich Exploding Kittens um ein Duell zwischen Gott und dem Teufel, das durch die Körper von fettleibigen Katzen auf der Erde ausgetragen wird. Hört sich ziemlich schräg an, wir sind auf weitere Neuigkeiten gespannt. Die Serie soll im Laufe des Jahres 2023 bei Netflix erscheinen. Wer diese Woche in Kindheitserinnerungen schwelgen möchte, sollte auf jeden Fall unser neues Kinocheck Original über Shrek auf unserem Kanal anschauen.
Dort erfahrt ihr alles über die Entstehungsgeschichte des Kultfilms und die Antwort auf die Frage, warum Shrek auch heute noch so unfassbar gut und zeitgemäß ist. Außerdem solltet ihr nicht den neuen Trailer zu Thor: Love and Thunder verpassen.